König der Juden! Mein Sohn hat doch Mitleid. Mein liebes Kind! Mein Sohn! Er ist doch mein liebstes, mein überall Scher dich weg, Mike! Nein! Ich flehe euch an, habt ihr Wahnsinn! Hört auf! Hört auf! Nein! Hört auf! Nein! Lass sie beiseite! Lass sie los! Ich werde mich um sie kümmern! Lass sie doch los! Ich bitte dich! Hört mich an! Frau, dies ist dein Sohn! Johannes, dies ist deine Mutter. Herr, steige herab, Gott Allmächtiger, rette deinen Sohn. Mein verdammtes Schweinstück zum Dreck, sag ich. Ihn von dieser Schmache, ich erlöse. Warum steigt dein Gott nicht herab? Hat er Angst? Vielleicht haben seine Engel nur ein bisschen Angst vor den römischen Soldaten. Genau. Sicher? Tun Sie recht daran, sich zu fürchten! Lama Sabachthani! Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Wir müssen mit deinem Vater in den Tempel gehen. Also dann gehen wir. Kommt ihr hierher, um eure Tochter Maria bei Tag und bei Nacht dem Dienste Gottes zu weihen? Wenn es der kleinen Maria gelingt, alle Stufen des Tempels emporzusteigen, ohne sich einmal umzudrehen, wird Gott euer Opfer wohlgefällig sein. Ihr werdet die Jakobsleiter nicht mehr klimmen, denn Gott wird die Stufen heruntersteigen. Niemand kann in den Himmel aufsteigen. Gott wird herabkommen. Er wird es tun. Er wird herabkommen. Oh, was? Meine Kleine, du liebes Kind, mein über alles Geliebtes, mein kleines Mädchen, du Gottesgeschenk, du. Geh, nur zu. Geh schon. Euer Opfer ist mit Wohlgefallen aufgenommen worden.
Der Herr wird deinen Namen lobpreisen. Maria. Bleib stehen, Maria! Wohin willst du? Den Schritten des Herrn folgen. Du sollst dich mäßigen und stillhalten. Tempel bleiben, denn sie wird bald eine Frau sein. Was können wir bloß mit ihr machen, damit sie den Tempel nicht verunreinigt? Ich bin bereit, einen Acker und zwei Häuser zu geben, damit mein Sohn sie zur Frau erhält. Das ist ein großherziges Angebot, aber Maria ist eine Verwandte meiner Frau. Und ich möchte nicht, dass sie wie ein Füllen versteigert wird. Und wie gedenkst du, das Problem dann zu lösen? Ich schlage vor, sie soll erst einmal am Ritual der Stäbe teilnehmen. Abwarten. Kommt und tretet näher. Seht mal den, da ist er nicht hübsch. Oh nein, ich würde lieber den neben ihm heiraten. Ach, ich würde sie alle heiraten. Du da, komm näher. Sag mir deinen Namen. Ich bin Josef. Du musst deinen Stab ablegen. Ja. Jeder nehme jetzt seinen Stab. Demjenigen aber, in dessen Händen ein Zeichen Gottes sich offenbart, wird hier umgehend die Tempeljungfrau in seine Obhut gegeben. Maria, welchen würdest du dann nehmen? Ich glaube nicht, dass ich mir einen nehmen werde. Ja, ja, das sagen sie alle. Und dann hängen sie sich an irgendeinen Mann und lassen ihn nicht mehr los. Wem gehört dieser Stab? Nur du bist noch übrig. Es ist deiner. Also, warum nimmst du ihn nicht auf? Unfassbar. Unglaublich. So freue dich, Josef, denn du bist von Gott auserwählt worden. Dann bringt uns Maria. Josef. Josef vom Stamme Davids. Du bist dazu auserwählt worden,
die Tempeljungfrau zu dir zu nehmen. Ich bitte um Verzeihung, aber ich bin doch viel älter als sie. Also warum übergibt er mir dieses Mädchen? Du darfst die Gebote Gottes nicht einfach missachten. Nein, nein, ich missachte Gott keinesfalls, aber ich bin nur ein einfacher Zimmermann. Seht doch meine Hände an. Wie kann ich Josef, damit... es ist allein der Wille Gottes. So nimm Maria in dein Haus. Behüte und beschütze sie. Sie ist deine zukünftige Braut. Und in einem Jahr könnt ihr eure Hochzeit feiern. Maria, wonach suchst du da? Etwas, um mich zu bedanken. Sieh mal, das hier habe ich gemacht. Du weißt, dass Purpur die Farbe der Könige ist. Meine Gefährtinnen haben mich immer damit geneckt und gesagt, dein Sohn wird bestimmt ein König sein. Und dabei wird er Sohn eines Zimmermanns sein. Das ist doch nichts Schlimmes. Für mich wird er immer ein König sein. Genau wie für dich. Klopas! Maria? Maria! Das ist Jakob. Ich möchte euch Maria vorstellen. Sie ist meine Braut. Wir wollen heiraten. Das ist mein Bruder Klopas. Und hier ist seine Frau Maria. Ja, und das da ist der kleine Simon. Willkommen in unserer Familie, Maria. Komm ins Haus. Gehen wir. Sag mal, was fällt dir denn ein? Wir brauchen jemanden, der anpacken kann, und du kommst mit einem halben Kind daher. Unsere Priester haben sie mir anvertraut. Dann bring sie wieder zurück. Sie ist ein Geschenk Gottes. Ich werde mich nie von ihr trennen. Nimm Maria bitte in deinem Haus auf. Nur für ein Jahr, bis zum Tag unserer Hochzeit. Mhm. Wieso das? Ah, fürchtest du etwa deine Schwäche? Ich will Maria achten. Und das mache ich auch. Maria. Maria. Wenn sie uns entdecken, werden sie uns schelten. Ach, das würde mir nichts ausmachen. Wo ist denn dein Armband? Ich weiß nicht. Eben hatte ich's noch. Dabei sollte es mir noch Glück bringen. Das war überhaupt kein Glücksbringer. Ich habe es dir gegeben, damit du mich in Erinnerung behältst. Es ist zwecklos, danach zu suchen. Du hast es wohl verloren. Es tut mir leid, tut mir leid. Weißt du, warum du es verloren hast? Weil ich für dich nur ein kleines, dummes Mädchen bin. Maria. Maria. Du hast es absichtlich getan. Du wolltest dich lustig über mich machen. Ich finde, du bist ein unmöglicher Mann. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich genauso. Warum denn so eilig? Es ist ein dringender Auftrag. Dann komm jetzt zu mir, Simon. Wohin wollt ihr denn? Nach Caesarea, zu Philippus. Aber bleibt ihr lange fort? Ich verspreche dir, nach meiner Rückkehr heiraten wir. Und vergiss mich nicht. Ich werde dich vermissen. Ich ebenso, Josef. Ach. Nun komm schon, Josef. Wir müssen vor Einbruch der Nacht dort sein.
Also, brechen wir auf. Und du sollst auf dich Acht geben, ja? Shalom, Maria. So freue dich. Frohlocke, Maria. Gott hat dich in seiner Gnade auserwählt. Der Herr sei mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, denn die Gnade Gottes ist mit dir. Du wirst einen Sohn empfangen und zur Welt bringen. Er wird groß und mächtig sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, unser Herr, wird ihm den Thron Davids geben und sein Reich wird währen in alle Ewigkeit. Aber hast du mich auserwählt, weil ich nie einen Mann gekannt habe? Der Heilige Geist wird auf dich herabkommen. Der Schatten der Macht des Allerhöchsten wird sich über dich breiten. Das Kind, das du gebären wirst, wird deshalb heilig sein. Auch Elisabeth, von der es heißt, sie sei unfruchtbar, hat in vorgerücktem Alter ein Kind empfangen und ist im 6. Monat schwanger. Nichts ist für Gott unmöglich. Mein Herr, hier bin ich. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ist eben dies dein Wille? So soll dein Wille mit mir geschehen. Selig ist, wer sich in seinem Herzen zu der geheiligten Reise entschließt. Im Morgengrauen in Jerusalem. Selig, wer sich in seinem Herzen. Maria. Maria. Bitte verzeih mir. Ich muss gleich mit dir sprechen. Jetzt? Was ist denn? Rabbi Razin zieht mit ein paar Pilger nach Jerusalem. Ja, und? Auch ich will mit nach Jerusalem. Aber warum denn so plötzlich? Ich muss schnell zu meiner Cousine Elisabeth, um zu erfahren, ob sie wirklich ein Kind erwartet. Aber warum ist das so eilig? Maria, unsere Männer sind nicht da. Ich glaube kaum, dass das Josef recht ist. Er wird's verstehen, ganz sicher. Denn ich muss unbedingt wissen, ob das, was mir widerfahren ist, auch wirklich eintreffen wird. Aber was ist dir denn widerfahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich muss so schnell wie möglich zu ihr. Bitte, lass mich gehen. Rabbi Razin! Gebt nur Acht auf die Fackel! Rabbi Razin! Was? Ich komme mit euch nach Jerusalem. Gut, gut. Elisabeth? Elisabeth! Maria, als ich deine Stimme hörte, hat das Kind in meinem Schoß vor Freude gestrampelt. Dann ist es also wahr? Du erwartest ein Kind. Ein Engel hat es mir prophezeit. Selig bist du, Maria, denn du hast geglaubt den Worten des Herrn. Ich werde bei dir bleiben, ja? Welchen Namen habt ihr für ihn ausgewählt? Johannes soll er heißen.
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der uns diesen machtvollen Retter gesandt hat. Und du, mein Kind, du, mein Sohn, sollst hiermit Prophet des Allmächtigen genannt werden. Denn du wirst dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bereiten. Maria, ich muss vor allem erst einmal mit Josef sprechen. Bitte, würdet ihr ihn herrufen? Sagt ihm, ich warte hier auf ihn. Einer von euch beiden wird vom Gericht bestraft werden. Die Gesetze Gottes nicht zu befolgen, kann in diesem Lande die Todesstrafe bedeuten. Aber was ist denn geschehen? Bald wird es das ganze Dorf wissen. Dann wird man uns verjagen. Und Gottes Rache wird sowohl uns als auch all unsere Nachfahren treffen. Wollt ihr nicht erst mal sagen, was überhaupt los ist? Was habe ich dir getan? Sage, womit habe ich das verdient? Du hast nichts getan. Du bist immer gut zu mir gewesen, Josef. Ich will wissen, wer dich entehrt hat. Wer hat dir diese Schmach angetan? Niemand. Ja, ich schwöre dir, niemand. Hat etwa jemand deine Leichtgläubigkeit ausgenutzt? Nein. Bist du gezwungen worden? Nein. Sag mir die Wahrheit. Du musst mir glauben. Nein, wirklich nicht. Wenn dich nicht. Jemand gezwungen hat, musst du es mir sagen. Dann bist du frei von Schuld. Wenn du mich wirklich liebst, darfst du mich jetzt nicht weiter fragen. Du musst mir einfach vertrauen. Erkläre mir, warum du es mir nicht sagen willst. Ich müsste dich dafür eigentlich verstoßen. So wie es unser Gesetz wohl von uns verlangt. Wenn du es für richtig hältst, dass ich weggehen soll, dann sag es. Maria, ich liebe dich. Hast du verstanden? Ich liebe dich. Was soll nur aus uns werden? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oh nein. Nein, tu's nicht. Bitte tu's nicht, Josef. Nein. Nein. Nein, Josef. Oh nein, tu's nicht. Nein. 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 Oh nein. Fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen, denn das Kind in ihr ist vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Du wirst sie lieben, weil dein Herz es so will. Du sollst wissen, dass auch Maria dich liebt und dich bis ans Ende deiner Tage lieben wird. Es ist Gottes Wille. Ah.
Josef, wohin willst du? Ich laufe zu Maria. Bedeutet das, du verzeihst ihr? Das ist überhaupt nicht nötig. Sie ist frei von Schuld. Wenn du das Gesetz missachtest, heißt das, du bist kein rechtschaffender Mann. Maria. Hier bin ich. Du glaubst mir, du glaubst mir. Niemals vergessen kannst. Du bist für immer mein. Alles herhören! An jeder höre mir zu! Erlass von Caesar Augustus, unserem Kaiser! Es wird gezählt, das Volk von Palästina! Ein jeder von euch hat sich umgehend in sein Dorf zu begeben. Caesar Augustus soll doch anordnen, was er will. Ich kann diese Reise Maria einfach nicht zumuten. Der Erlass verlangt ziemlich deutlich. Du musst dich in Judäa registrieren lassen. In Bethlehem. Und das mit deiner ganzen Familie. Wie denn? Marias Zustand erlaubt eine solche Reise nicht. Aber das interessiert die Römer doch gar nicht. Und weißt du was? Mich interessieren die Römer überhaupt nicht. Na bravo. Dann wirst du höchstwahrscheinlich am Kreuz landen. Josef! Also mit dir an meiner Seite schaffe ich das schon. Lass den Weg! Ich kann nicht mehr, Josef. Halte an. Hilf mir bitte abzusteigen. Ich bin so müde. Warte. Da sieh mal. Schaffst du es bis dahin? Ach, sicher. Dann gehen wir. Das werde ich. Gehen. Ich denke, ich kann nicht mehr. Aber hier können wir nicht bleiben, weißt du? Nein. So, nun komm. Gehen wir. Was soll ich tun? Am besten du bewahrst Ruhe. Alles wird bestimmt gut gehen. Aber, Maria, ich weißt du, ich werde jemanden holen gehen. Ich bin gleich wieder zurück. Maria. Nein, lass mich bitte nicht allein. Ja, nur ich weiß doch nicht, was zu tun ist. Ich gehe lieber Hilfe holen. Ich bin gleich wieder zurück.
Maria, wie geht es dir? Sag doch was, bitte, Maria, wie geht es dir? Sieh doch mal, wie schön er ist. Aber dir, wie geht es dir? Hm? Ich bin voller Glück, Josef. Josef! Ja? Nun komm. Sieh mal. Nimm ihn in den Arm und segne ihn bitte. Ja. Wie klein er nur ist. Ja, wirklich. Und wunderschön. Ich habe Angst, ihm weh zu tun. Du kannst ihm nicht wehtun. Du bist doch sein Vater. Du wirst schon lernen, ihn gut zu erziehen. Geboren, der Retter für euch, unser aller Herr, denn er wird der König der Könige sein. Mein lieber Sohn, mein allerliebstes Kind, mein lieber Junge, mein großes Gottesgeschenk, mein lieber Sohn, mein Liebstes auf der Welt. Gold für unseren König. Weihrauch für seine Göttlichkeit. Myrrhe für seinen Sieg über den Tod. In der Höhe. Kehret nicht zurück zu Herodes. Sein Herz ist vollkommen verderbt. Heute ist der König geboren. Heute ist der König der Könige geboren. Heute ist der König der Juden geboren worden. Und damit, o Herr, kann dein Diener nun in Frieden gehen. Denn meine Augen haben die Rettung gesehen. Er ist für den Fall und für die Errettung vieler hier. Als Zeichen des Widerspruchs, um so die Gedanken vieler Herzen zu enthüllen.
Tochter Jerusalems, sei gewappnet, denn ein Schwert wird deine Seele durchbohren. Elisabeth, nimm dein Kind und fliehe mit ihm. Fort, fort! Weg, Josef und Maria, ihr auch, macht euch fort und flieht so weit wie möglich von hier, ganz weit fort. König Herodes. Nun, was treibt dich dazu, diesen geheiligten Ort zu entweihen? Etwa die Furcht, dein Reich zu verlieren? Nur keine Sorge, du greiser Dummkopf, das verliere ich niemals. Ist das denn etwa dein Sohn, der das Reich Israel an sich reißen möchte? Nein, das ist er nicht. Aber wo kann ich ihn denn sonst finden, diesen König der Könige? Los, antworte. Du weißt selbst, dass dein Leben in meinen Händen liegt. Nein, mein Leben liegt immer nur in Gottes Hand. Dann sehen wir mal, ob er dich retten wird! Oh! So enden alle Feinde von König Herodes! Ich befehle, dass alle Kinder in diesem Landstrich, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu töten sind! Das könnt ihr nicht tun! Ihr würdet nur unschuldiges Blut vergießen! Meinst du? Josef, schlafe nicht. Nimm das Kind und seine Mutter und fliehe mit ihnen nach Ägypten. Nach Ägypten? Aber dort kenne ich doch niemanden. Du wirst Gott kennenlernen. Und jetzt wache auf, Josef. Erhebe dich. Maria. Wir müssen sofort weiter. Ich hatte einen Traum und deshalb müssen wir weiterreisen. Aber wohin? Wir gehen nach Ägypten. Und was wird mit Elisabeth? Sie kommt mit uns. Nein, ich bleibe hier. Ich verlasse meinen Mann nicht. Ich gehe zurück nach Jerusalem. Sollen wir Johannes mitnehmen oder? Nein, er bleibt bei mir. Gut, dann gehen wir. Und gib auf dich Acht, Elisabeth. Gott möge uns beschützen, uns alle. So Gott will, werden wir uns alle wiedersehen. Und seid vorsichtiger. So, komm. Lass mich hier vorgehen. Ist er schlimm krank? Ja, ich glaube schon. Und muss er leiden? Ja, er hat wohl Schmerzen. Kann er denn nicht geheilt werden? Nein, niemand kann etwas für ihn tun. Aber muss er dann morgen getötet werden? Denk nicht darüber nach. Du musst jetzt wirklich schlafen. Mhm. Schlaf schnell ein. Thank you.
Jesus! Jesus! Was machst du denn da? Ach, nichts. Ist er wieder gesund? Das sieht ganz so aus. Das war wohl Jesus. Ach, rede keinen Unsinn. Ich sag's dir, glaub mir, er hat ihn geheilt. Wie denn wohl? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber er kann es. Auch wenn es ihm keiner beigebracht hat. Selbst wenn er ein außergewöhnliches Kind ist, müssen wir ihn doch wie ein ganz normales Kind aufziehen. Hm? Auch wenn er das nicht ist. Ist er doch. Für uns ist er das. Es muss so sein. Jesus? 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 Es gibt nur einen Gott. Frische Datteln! Die süßesten Datteln weit und breit! Kauft, Leute! Kauft Seidenstoffe aus fernen Ländern! Die zärtlichste Düfte des Orients! Frische Datteln! Frische Datteln! Meine Statuen sind die schönsten auf der Welt! Die besten und preiswertesten! Kauft, Leute, kauft! Meine Statuen! Dass dein Sohn von bösen Geistern besessen ist. Geht zum Teufel, wir wollen euch hier nicht haben. Aber er ist nur ein Kind, ich bitte euch. Gleich, ob Kind oder nicht Kind. Er tut seltsame Dinge, das wollen wir nicht Verschwindet. Haben. Verschwindet! Nimm deinen Sohn und nimm deine Frau. Und verlasst unverzüglich dieses Land, sonst vertreiben wir euch mit Gewalt. Los, fort mit euch. Macht, dass ihr wegkommt. Sag mir, was geschehen ist. Wir sind hier Fremde, das ist eben nicht unser Land. Man duldet uns nur. Warum hast du den Hass dieser Leute nur auf uns gelenkt? Hm? Warum antwortest du nicht? Kannst du mir das mal erklären? Kein Kind weiß, was recht ist, wenn es der Vater nicht lehrt. Willst du damit sagen, ich bin kein guter Vater? Ich sage nur, dass du nicht der Vater bist, der es mich lehrt.
Sei bitte nicht traurig wegen dieser Vorkommnisse. Ein Vater darf sein Kind strafen, wenn er glaubt, dass es Strafe verdient. Aber ich bin nicht sein Vater. Und er weiß es. Gott hat ihn dir aber anvertraut. Du brauchst dich nicht zu sorgen, das weiß dein Sohn auch. Komm ins Haus, es ist zu windig hier draußen. Ein klein wenig noch. Was machst du da eigentlich? Ich zähle die Sterne. Aber wie denn? Es sind so viele. Ich nenne sie bei ihren Namen. Und was antworten die Sterne darauf? Du bist ziemlich klein und so weit entfernt. Da haben sie wohl recht. Nein, sie haben nicht recht. Mein Vater liebt die Menschenkinder viel mehr, ganz bestimmt. Und da bist du sicher? Ja, vollkommen sicher. Siehst du? Da stürzen sie runter. Doch wenn hier ein paar Menschenkinder fallen, können sie auch wieder aufstehen. Judäa? Ja. Euer König ist tot, freut euch! Von wem sprichst du? Von Herodes! Nicht viele haben um ihn geweint. Wir können wieder zurück nach Hause. Maria! Maria! Nach Hause! Wir gehen wieder nach Hause! Josef ist wieder da, Mutter! Auch Maria und Jesus! Mutter, Josef und Maria sind Was wieder sind da! Sie? Zurück, sieh mal, Mutter! Da sind sie! Maria! Maria! Ich freue mich so, dass ihr endlich wieder zu Hause seid. Ja, mein Bruder, wie schön, dich wiederzusehen. Und das Josef, ist Jesus. Du musst mir erzählen, wie es euch ergab. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Jakob. Ach, du bist ja so groß geworden, Junge. Ach, ja, genau. Judas! Judas. Nun sieh doch mal, ganz Josef. Schön groß. Das sind Kommt, Väter. Ihr seid sicher müde von der Reise. Gehen wir ins Haus. Geht inzwischen Groß spielen, Kinder. Ja, ihr könnt schon mal zusammen spielen gehen. Komm mal rein. Komm, tritt ein. Komm ins Haus. Lauft aber nicht so weit weg. Wir müssen uns bald auf den Weg nach Jerusalem machen. Ja, gut. Komm mal. Jesus, kommst du? Jesus! Jesus! Wo ist er nur? Jesus? Hast du Jesus gesehen? Vorhin ist er da vorn bei den Kindern gewesen. Jakob, hast du Jesus gesehen? War er bei euch? Ja, aber dann wollte er allein weitergehen. Jesus! Jesus! Hast du Jesus gesehen? Vorher war er wohl hier. Ach ja? Aber später habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ihr lasst dem Jungen zu viel Freiheit, Maria. Frische Datteln! Kauft, Leute, kauft! Frische Datteln! Woher hast du denn deine Weisheit? Und woher willst du den Geist kennen, der in den Schriften verborgen ist? Ich sage, da ist nichts versteckt, das nicht gefunden werden kann. Gott hat nicht gesagt, suchet mich in einem öden Land, sondern im Geist und in der Wahrheit. Jesus! Warte, Maria.
Was hast du? Sehr müde? Bald sind wir wieder zu Hause. Und du, bist du nicht müde? Nein. Ich mache mir Sorgen um ihn. In seinem Alter will er selbst den Gelehrten etwas beibringen. Also hoffen wir nur, dass seine Weisheit nicht den Neid der Leute hervorruft. Was können wir sonst auch viel tun? Er bringt uns ja zum Schweigen. Und das kränkt dich offenbar, ja? Ich hatte eine Frau, die nicht meine Frau war. Ich hatte einen Sohn, der nicht mein Sohn war. Stütze dich auf mich. Nein, nein, es geht schon. Nein, nein. Josef, du musst etwas essen. Du darfst dich nicht so gehen lassen, Josef. Du musst versuchen, dagegen anzugehen. Ach, ich bin doch zu nichts mehr gut. Jesus wird seinem Schicksal folgen. Aber wer kümmert sich dann um mich? Hä? Du hast ihn. Er ist dein Sohn und er wird dein Gefährte und dein Gatte sein. Nur ich brauche doch dich, Josef. Ich brauche sowohl deine Treue als auch deine Liebe. Daran wird es dir nie mangeln. Nie mangeln. Und glaube mir, ich bereue nichts, nichts in meinem Leben. Ich würde alles, was der Herr mir gegeben hat, noch einmal genauso leben. Nimm es mir ab, es gehört dir. Ich bitte dich sehr. Nimm es mir bitte ab. Ich bitte dich. Nimm es mir ab, ja. Und jetzt liegt es an dir, sich an mich zu erinnern. Jesus? Josef liegt im Sterben. Bist du es? Es wird langsam dunkel, nicht wahr? Es ist immer noch Tag. Dann ist es der Tod, der mit all seinen Dämonen daherkommt. Ich habe Angst. Mein Vater, Vater des Lebens, höre mich bitte. Ich flehe dich an, hilf deinem Diener Josef. Lass nicht zu, dass der Tod ihn holt, dass er sich auf dunklen Wegen heranschleicht und dass die Angst ihn erwürgt. Dein Wille geschehe. Oh.
Verzeih mir. Aber das macht nichts. Nun weine nicht. Denn du bist es doch, der mir verzeihen muss. Diese Ohrfeige, weißt du? Ich konnte das Geheimnis deiner Geburt einfach nicht begreifen. Erst jetzt glaube ich es zu verstehen. Vergib mir und bitte deinen Vater um Vergebung für mich. Er ist auch dein Vater und er wird dich schon bald in seine Arme schließen, weil du immer ein guter Mensch gewesen bist. Nein, ich habe mich so vieler Irrtümer schuldig gemacht. Ich bitte dich, ich bitte ihn um Vergebung. Danke. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Ich habe dich lieb, Vater. Sag das. Noch einmal, ja. Ich habe dich lieb. Nein, das andere Wort, das andere. Mein Vater, mein Vater. Nein, mein Vater. Jesus, bitte es doch. Es muss eine Speise sein, die du nicht geben kannst. Denn ich muss den Willen meines Vaters erfüllen. Aber wenn du nicht isst, wirst du das wohl nicht tun können. Johannes sagt, dass der Messias bald kommt. Deine Mutter möchte doch nur wissen, wer ihr Sohn ist. Ich fühle mich manchmal wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Doch dann habe ich einen Traum. Und es ist, als ob ich dabei wäre, wie Gott das Universum schafft, die Sterne, das Meer. Er haucht dem Leben sein Odem ein und sagt, das ist der Mensch. Dann aber betrachtet er diesen Menschen und sein Antlitz wird traurig. Es gehört dir, sagt er. Es gehört dir in guten wie in schlechten Tagen. Aber was wird passieren, wenn die Gelehrten dich einmal auf diese Weise reden hören? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich bin hier, um ihm zu dienen. Ich taufe euch mit Wasser, aber derjenige, der nach mir kommt, wird stärker sein als ich und wird euch mit Feuer und dem Heiligen Geist taufen. So bittet um Vergebung für eure Sünden und tut Buße. Dann hat Gott vielleicht Erbarmen mit euch. Johannes, taufe mich bitte. Ich sollte wohl eher von dir getauft werden. Wir haben bis zuletzt den Willen Gottes zu erfüllen. Taufe mich.
Dies hier ist das Lamm Gottes. Ja, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der gesamten Welt für uns trägt. Mutter. Das ist Johannes. Und die anderen? Das ist Andreas. Und das ist Jakob, Sohn des Zebedäus. Das ist Simon Petrus. Und warum sind sie nun bei dir? Das sind meine Freunde. Ich war gerade bei Johannes. Da bin ich ihm gefolgt und habe gefragt, Meister, wo wohnst du? Und er antwortete, komm und sieh. Und hier bin ich. Ich war mit den Netzen beschäftigt. Da meinte er, ich werde dich zum Menschenfischer machen, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber das werde ich schon sehen. Dann seid mir alle willkommen hier. Ich freue mich, dass ihr Freunde meines Sohnes seid. Kommt. Ich gehe und mache euch etwas zu essen. Vielen Dank. Tut mir leid, dass ich so viele Leute mitgebracht habe. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich habe doch gern Menschen um mich. Und was ist mit dir, mein Sohn? Ich habe gehört, du bist Johannes begegnet. Was wird denn jetzt geschehen? Johannes hat was zu tun, ist getan. Jetzt bin ich an der Reihe. Ach so, und dazu brauchst du deine Freunde, stimmt's? Gott wird sie nutzen und die Gelehrten und Könige zum Schweigen bringen. Sie haben schon recht. Du redest wirklich wie ein Meister. Da hast du wohl recht. Wer ist denn das? Jetzt bekommen wir auch was. Ihr. Danke. Nehmt, es ist noch genug da. Es soll ein jeder von euch satt werden. Wunderbar. Hat sie wunderbar gemacht. Na, schmeckt es denn? Vielen Dank. In Ordnung? Es schmeckt herrlich. Wunderbar. Jakob, du? Komm, tretet ein, seid willkommen. Was machen denn diese ganzen Herumtreiber hier? Das sind Freunde von Jesus. Wozu hat er sie hierher gebracht? Wenn sie nicht arbeiten, sollen sie auch nicht essen. Aber es sind doch seine Gäste. Und sind wir nichts? Sind wir nicht seine Familie? Dein Sohn hat wohl vergessen, dass in wenigen Tagen in Kanaa die Hochzeit unseres Vetters Nathael stattfindet. Und dafür haben wir tausenderlei vorzubereiten. Nun mach dir keine Sorgen, Jakob. Es wird alles dafür bereit sein. Noch eine Karaffe. Es ist keiner mehr da. Erst alle. Nichts mehr da. Maria. Maria, es ist kein Wein mehr da. Alles leer. Wir bringen uns noch eine Karaffe Wein. Simon Petrus, der Wein ist ausgegangen. Was soll das ohne Wein denn bloß für ein Fest sein? Noch ist meine Stunde nicht gekommen. Tut, was immer er euch sagt. Füllt all diese Krüge mit Wasser.
füllt die Karaffen und schenkt dem Speisemeister ein. Wohl bekommt. Jedermann gibt eigentlich zuerst immer den guten Wein. Und erst wenn die Gäste ein wenig trunken sind, lässt er ihnen den geringeren servieren. Du aber machst das anders. Du hast den guten Wein bis zum Ende aufgehoben. Auch eine Möglichkeit. Das gesehen? Er hat schlichtes Wasser in Wein verwandelt. Er hat die Kelle mit Wasser füllen lassen und es dann in Wein verwandelt. Ein wahres Wunder. Ein Wunder, sage ich. Jesus, warte doch! Das ist wohl meine Schuld, ja? Von welcher Schuld sprichst du? Du hast deinen Weg eingeschlagen. Und ich habe dich dazu gebracht, die ersten Schritte zu tun. Es wäre sowieso geschehen. Als ich klein war, hast du mich das Laufen gelehrt. So war's doch wohl. Es ist wie damals. Kannst du mich mitnehmen? Ich bitte dich, lass mich mit dir gehen, wo immer du auch hin willst, Jesus. Du wirst immer bei mir sein. Aber nicht so, wie du denkst. Tzedek lefanav yehalech v'yasem laderech ve'amav Tzedek lefanav Aber der Geist des Herrn ist über mir. Er hat mich gesandt, um den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, um den Gefangenen ihre Befreiung zu verkünden und den Blinden ihr Augenlicht wiederzugeben. Auch um den Unterdrückten die Freiheit zurückzugeben und ein Jahr lang die Gnade des Herrn zu predigen. Heute hat sich diese Prophezeiung in mir erfüllt. Was hat er gesagt? Er will den Armen helfen. Das ist doch der Sohn von Josef, dem Zimmermann. Und seine Mutter und seine Brüder. Die sind alle hier unter uns. Der Mann weiß nicht, was er da sagt. Das ist ein reiner Phantast. Nein, nein. Er ist nicht nur ein Phantast. Der Mann lästert Gott. Der Prophet gilt nichts in seinem Land. Welcher Prophet denn? Studiere erst einmal, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommt. Du bist ein Betrüger! Verschwinde! Geh deine Nägel einheimern! Fort mit dir! Raus hier! Geh, verschwinde! Hinaus! Los! Mach, dass du fortkommst! Schick ihn zur Hölle! Raus hier! Jetzt! Weg mit dem Gotteslästerer! Und komm nicht! Halt, wartet! Lass ihn! Komm, Freunde, komm! Was ist das denn, mein Lieber? Geh zu Bett, Maria. Du bist doch sehr müde. Nun mach dir keine Sorgen um mich, mein Sohn. Es geht mir gut. Und von Jesus?
Irgendwelche Neuigkeiten? Dass er sich nicht um seine Mutter kümmert. Ach, ich brauche nicht viel zum Leben. Ich kann auch mit wenigem leben. Du hättest strenger mit ihm sein müssen, als er noch klein war. Dann würde er dich jetzt umso mehr achten. Was bedeutet mir schon seine Achtung, Jakob? Ich will nur seine Liebe, nichts weiter. Finde deinen Frieden, mein Sohn. Finde deinen Frieden. Du darfst dich nicht vom Neid zerfressen lassen. Er soll einen Aussätzigen geheilt haben. Er hat wohl auch einem Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Wie ist das nur möglich? Es sind so viele. So viele Menschen, die ihm folgen. Da kann man nichts machen. Es gibt so viele Leichtgläubige. Johannes der Täufer ist in Jerusalem festgenommen worden. Wie kam es dazu? Herodes Antipas hat gerade Herodias, die Frau seines Bruders, geehelicht. Und Johannes hat das öffentlich angeprangert. Johannes hat wohl daran getan. Das ist Blutschande. Ja, aber jetzt sitzt er dafür im Gefängnis. Ich muss sofort dorthin. Ich muss sofort hingehen. Aber das ist viel zu gefährlich. Ich kenne ihn bereits von Kindesbeinen an. Und seine Mutter Elisabeth ist wie eine Schwester für mich. Ich werde aber nicht erlauben, dass du alleine gehst. Judas wird dich begleiten. Judas? Ja. Das, was sein Vater ihm nicht angetan hat, das wird er wohl tun, Herodes Antipas. Er wird meinen Sohn töten. Dann reden wir doch mit ihm, Elisabeth. Flehen wir ihn um Gnade an. Er wird dem Schmerz einer Mutter gegenüber nicht gleichgültig sein. Ich glaube nicht einmal, dass es von ihm ausgeht. Es ist Herodias. Bitte, es ist zwecklos. Gehen wir. Nein. Maria! Und, was ist? Keine Antwort. Dann sagt der Königin, wir werden nicht von ihr fortgehen, bis sie uns beide vorlässt. Aber wie seht ihr denn aus? Ich befehle, dass trockene Kleider und heiße Getränke gebracht werden. Holt sofort trockene Kleidung und bringt mir... Wir möchten mit euch über Johannes den Täufer reden, denn ihr habt die Macht, ihn zu retten. Warum sollte ich das tun? Wo er mich doch vor dem gesamten Volk verhöhnt hat. Aber ich will großherzig sein. Ich lasse ihm nur die Zunge abschneiden. Wenn ihr ihm die Zunge abschneidet, werden die Steine reden. Dann schneide ich ihm den Kopf ab. Ist ja auch nicht schlecht. Diese Falten da, könnte ich die auch einmal bekommen? Und nun geht. Einige Zeit im Kerker wird diesem Pflegel gut bekommen. Dann werde ich ihn nach Hause schicken. Salome, du bist wunderschön. Gleich wirst du tanzen, wie ich es dich gelehrt habe. Verführe den König. Verführe ihn. Du wirst dafür auch bekommen, was du willst. Nun geh. Musik.
bekommst von mir, was du willst. Nein! Sie haben ihn getötet. Herodias hat uns belogen. Oh nein! Ich gehe dorthin. Du bleibst hier. Nein, ich komme mit. Warte. Nein, sieh bitte nicht hin, Elisabeth. Sieh nicht hin. Schon spät, wir sollten Rast machen. Hier in der Nähe muss ein Gasthaus sein. Das ist ja nicht zu glauben. Aber wenn ich dir sage, dass ich es selbst gesehen habe. Das kleine Mädchen war tot. Aber dann hat der Nazarener ihre Hand genommen und gesagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sie ist aufgestanden. Vollkommener Schwindel. Wenn er ein Prophet wäre, dann würde er sich doch nicht mit lauter Weibern umgeben und durch die Häuser von Dirnen und Sündern ziehen, mit ihnen essen und trinken. Er ist ein Betrüger. Das ist Gotteslästerung, nicht wahr? Die Sadduzäer haben völlig recht. Er ist ein ausgesprochen gefährlicher Mann. Ja, wisst ihr denn wirklich, was ihr da sagt? Er setzt sein Leben aufs Spiel für euch. Und ihr verlacht ihn einfach? Johannes ist gekommen. Er aß nicht und hat nicht getrunken. Und ihr habt nicht verhindert, dass er getötet wurde. Dann ist mein Sohn zu euch gekommen. Und der isst und trinkt genau wie ihr. Und jetzt sagt er, er wäre ein Freund der Dirnen und Sünder. Ah, du bist also die Mutter von diesen Propheten. Hat dein Sohn dich nicht gelehrt, dass du dich nicht in die Gespräche der Männer einmischen sollst? Wir Frauen verteidigen die Wahrheit, so wie es jeder tun müsste. Welche Wahrheit denn? Wenn dein Sohn Wunder vollbringen kann, warum hat er dann nicht den Kopf von Johannes wieder festgemacht? Es ist dran, der Schriftgelehrten und der Priester und der Pharisäer und auf die Gesetze zu verweisen. Also, Sie werden hier unser Kopf aufschneiden. Da bin ich sicher. Nein. Mutter. Woher weißt du, dass ich hier bin? Man hat es mir gesagt. Setz dich. Was hat das alles zu bedeuten? Eines Tages verstehst du es. Ich will es jetzt verstehen. Wer sich von meinem Leibe nährt, wird Teil von mir. Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll. Ich habe den Schmerz von Elisabeth gesehen. Und ich höre immer wieder ihr verzweifeltes Schreien. Gib Acht, mein Sohn. Du und Johannes, ihr wart von Kindesbeinen an durch das gleiche Schicksal vereint. Ich flehe dich an, nach Hause zu kommen. Kehre mit mir nach Nazareth zurück. Wo ist dein Glaube geblieben, Mutter? Wenn du so redest, sprichst du wie eine Liebhaberin. Nicht wie eine Frau, die Gott mit offenen Armen empfangen hat. Und du bist vor Angst völlig verblendet. Und du darfst seinen Willen nicht versuchen. Dein lieber Sohn hat sich gegen die Herrschenden aufgelehnt. Er hat die Sadduzäer angegriffen, die mit den Römern zusammenarbeiten. Ich habe ihn gerade gesprochen. Alles vergebens. Ich kann nichts mehr tun. Auch in den Schriften steht geschrieben. Es ist die Pflicht einer Mutter, den Kindern Rat zu erteilen. Dazu hat Gott dich berufen. Nur Jesus nimmt meine Ratschläge nicht an. Aber er ist jetzt in Gefahr, Maria. Wir müssen ihn retten. Ihr versteht nicht. Ich muss seinen Schicksalsweg achten. Ja.
Wartet ab. Wartet. Es ist noch nicht so weit. Ihr müsst noch warten. Nur wartet doch. Also gut, aber begleitet sie rein. Geduld haben. Er kommt jeden Moment. Petrus? Ja. Seine Mutter ist hier. Sie will mit ihm reden. Na gut, ich werde es ihm sagen. Meister? Meister. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und wollen mit dir reden. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Siehe, das ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Wort hört, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ist wieder da. Viele Menschen folgen ihm. Man sagt, er habe Brot und Fisch vermehrt und hätte damit viele Tausende gespeist. Und wo ist er jetzt? Auf dem Weg zur Synagoge. Hast du Lust mitzukommen, Maria? Ach, geht ihr nur. Geh bitte und hör deinem Sohn zu. Du hast doch hohes Fieber. Ich möchte dich nicht allein lassen. Wenn du ihn darum bittest, wird er mich sicher heilen. Aber er hört nicht mehr auf mich. Das ist nicht wahr, Maria. Er liebt dich. Er hat dich immer geliebt. Ich bitte dich, Maria. Du musst zu deinem Sohn gehen. Du wirst sehen, er wird dich anhören. Komm. Ja, willst du damit etwa sagen, du seist der Messias? Das sagte ich schon, doch ihr habt mir nicht geglaubt. Warum sollten wir dir glauben? Weil es so geschrieben steht. Unerhört. Nun hört euch das an. Unfassbar. Woher kommt es, dass du die Schrift kennst, ohne sie studiert zu haben? Meine Lehre kommt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das ist doch wohl Gotteslästerung. Was stellt sich heraus, nicht zu glauben? Hat der dich gesandt hat, nicht auch geschrieben, dass du deinen Vater und deine Mutter ehren sollst? Aber du hast weder deinen Vater, noch deine Mutter, noch deine Brüder geehrt. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Kind mehr liebt als mich, ist meiner auch nicht würdig. Unverschämt! Der lästert Gott! Du bist ja vom Teufel besessen! Ach, du willst Gottes Sohn sein? Du bist der Sohn des Gottes! Er ist der Sohn des Was machst du? Er sich an? Den nein, nein! Zu glauben. Lasst ihn nur gehen. Wir werden sehen. Ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit. An deine wunderbaren Honigkuchen. Willst du dich nicht erheben und mir welche backen? Dann komm. Das werde ich machen. Ich werde sie sofort für dich backen. Wieso machst du das für mich? Zu viele Fragen nutzen nicht viel. Ich habe dich beleidigt.
Und da heilst du meine Mutter? Und was soll ich tun? Nur die Menschen heilen, die mich lieben? Schlafen gehen, Jakob. Seit Tagen sitzt du nur da und studierst die Schriften. Ich will es wissen. Aber was? Ist es so, steht in den Schriften etwas über ihn? Glaubst du, er ist der Messias? Jesus sagt, dass wir alle nach dem Wort Gottes leben sollen. Heißt das, ich soll ihm folgen? Ja. Aber wir alle haben Angst. Du auch? Ja. Obwohl ich seine Mutter bin, habe ich Angst. Denn ich kenne nun mal nicht Gottes vollen Willen. Als ich ihn als kleinen Jungen einmal in den Tempel mitgenommen habe, begegnete ich einem Propheten, der mir sagte: Ein Schwert wird dein Herz durchbohren. Diese Worte habe ich niemals mehr vergessen. Und seitdem fürchte ich mich vor diesem Schmerz, weil ich fühle, dass er durch meinen Sohn kommen wird, durch Jesus. Maria, was machst du hier? Versteckst du dich? Du bist die Mutter des Meisters. Dein Platz ist an seiner Seite. Wer bist du denn? Eine Frau, die zwar denselben Namen trägt wie du, Maria. Deren Leben aber ganz anders verlaufen ist als deines. Die Männer wollten mich töten, weil ich sie eben viel zu sehr geliebt habe. Aber dein Sohn hat mich gerettet. Und wie? Er hat nur meine Hand genommen und mich liebevoll angelächelt, nichts weiter. Nun komm, komm mit mir. So etwas hat noch kein Mann vor ihm getan. Komm, Maria, gehen wir zu ihm. Mein Sohn will mich nicht sehen. Du bist seine Mutter! Deshalb vermisse ich ihn ja auch so sehr. Aber er wird immer bei dir sein, Maria. Halte ein. Hörst du? Shalom, Elisabeth.
erkenne deine Stimme. Aber ich kann dich nicht mehr sehen. Sei achtsam, Maria. Du weißt, Jerusalem bringt seine Kinder um. Sie haben ihn festgenommen. Sie haben ihn heute Nacht im Olivenhain festgenommen. Einer von seinen Jüngern hat ihn verraten. Sie haben ihn für 30 Silberlinge an den Hohen Rat verkauft. Nein, das ist unmöglich. Alle haben ihm zugehört. Sie haben ihn geliebt. Und nun verkaufen Sie ihn für ein paar Münzen? Nein. Wo ist er? Sag mir, wo er jetzt ist. Sie haben ihn vor den Hohen Priester Kaiphas gebracht. Maria. Ihr folgt ihr nicht. Das ist viel zu gefährlich, viel zu gefährlich. Zu Pilatus, dem römischen Statthalter hier. Da gehen wir auch hin. Was hast du denn vor? Ich will mit Pilatus' Frau reden. Das ist wohl unmöglich. Ich habe dich schon gesehen. Ich habe heute Nacht im Traum das weinende Antlitz einer Frau gesehen. Ich habe die Frau nicht gekannt. Doch jetzt weiß ich, das warst du. Und was hat diese Frau zu euch gesagt? Ich solle dem Gerechten nichts Unrechtes tun. Das ist wohl der Mann, von dem gesagt wird, er sei der König der Juden, nicht? Dieser Mann ist mein Sohn. Was hat er denn nur getan? Er hat von Liebe gesprochen und Gerechtigkeit. Und warum will man ihn töten? Wohl, weil es schwer ist, solche Worte anzunehmen. Und es ist noch viel schwerer zu begreifen, dass Gott sich in einem Menschenkind verbergt. Denn ich habe ihn in meinem Leib getragen. Ich habe ihn genährt. Ich habe ihn aufgezogen. Und geliebt. Ich habe nur für ihn gelebt. Und habe niemanden außer ihm. Ich bitte euch, rettet meinen Sohn. Ich werde mein Möglichstes tun. Glaubst du, sie meint es ehrlich? Sie wird es versuchen. Ich bin sicher, sie wird es versuchen. Ich bitte dich, sieh zu, dass du diesem Gerechten nichts Unrechtes tust. Die Anführer dieses Volkes sind davon überzeugt, dass dieser Mann ihren Gott gelästert hat. Wir sind aber hier, um unsere Gesetze durchzusetzen und nicht die von ihnen. Diesen Mann hier zu mir gebracht. Ihr habt diesen Mann hier zu mir gebracht, gegen den schwerste Beschuldigungen vorliegen. Nachdem ich euch aber angehört habe, bin ich jedenfalls für mich zu der Meinung gelangt, dass wohl keine seiner Missetaten, die hier anstehen, die Todesstrafe verdient hat. Deshalb also soll der Mann nur ausgepeitscht und daraufhin
freigelassen werden. Sage mir jetzt, wer du bist, dann lasse ich dich frei. Du kannst nicht ändern, was geschrieben steht. Diese Leute hier. Diese Leute wollen, dass du stirbst. Wer bist du? Los, sag es! Ich bin die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Gestern haben sie ihn im Triumph in die Stadt geführt und heute töten sie ihn. Und morgen werden sie ihn wieder verehren. Ich kann nichts mehr tun, um all das zu verhindern. Mutter, wir müssen ihn begraben. Weine nicht. Weine nicht.
Shalom, Maria. Freue dich. Und worüber sollte ich mich freuen? Mein Sohn ist tot. So weine nicht, Weib. Weib, ja. So hat mein Sohn auch immer zu mir gesagt. Das bist du, nicht wahr? Ja, du bist es wirklich. Es ist wirklich wahr. Ja, ich habe gewusst, du bist es. Oh, mein Sohn, geliebtes Kind. Mutter, erhebe dich, Mutter. Ich bin noch nicht zu meinem Vater. Und deinem Vater. Zu meinem und deinem Vater aufgestiegen. Dann nimm mich mit, ich bitte dich. Es ist noch nicht an der Zeit. Außerdem musst du weiterhin Mutter sein. Als ich noch klein war, da sagtest du zu mir, Gott lächelt. Deshalb können wir jetzt mit ihm lächeln. Eingeschlossen aus Furcht vor den Pharisäern. Da kam er plötzlich zu uns und sagte, Friede sei mit euch. Und hat uns seine Hände und seinen Leib gezeigt. Ja, er war es. Er war es wirklich. Er lebt. Er ist auferstanden. Und wir haben ihn auf der Straße nach Emmaus gesehen. Er ist ein Stück mit uns gegangen. Und ich, Idiot, habe ihn nicht mal wiedererkannt. Erst als er begann, das Brot zu brechen, habe ich begriffen, dass er es war. Er lebt. Ich habe ihn gesehen. Ich sah, wie er die Tempelstufen heruntergekommen ist. Und er hatte ein kleines Mädchen bei sich, hielt es an der Hand. Meine Mutter hatte damals dieses Gesicht kurz vor ihrem Tod. Dieses kleine Mädchen bist du. Erst jetzt begreife ich, was das für einen Sinn hat. Er hat mich immer an der Hand gehalten. Das bedeutet einfach... Das bedeutet, ich bin seine Tochter. Jetzt verstehe ich alles umso besser. Alles habe ich verstanden. Maria! Wirf die Banditen raus! Das sind doch Freunde von Jesus. Freunde, meinst du? Sie haben ihn verraten. Und sie haben ihn verlassen. Jetzt kommen sie hier, um zu feiern. Setze sie vor die Tür. Sie sind hier, um Jesus' Auferstehung zu feiern. Und du glaubst das? Ja, sicher. Das ist doch die Wahrheit. Mein Sohn. Welche Schuld hatte wohl mein ermordeter Sohn? Weg hier, Maria! Weg von hier, Maria! Verschwinde bitte! Geh weg! Gott hatte mit mir kein Erbarmen. Jetzt lasst mich allein! Jetzt lasst mich bitte allein! Was meines soll auch dein sein. Fühl dich hier wie zu Hause.
Ich brauche nur ein einfaches Lager, mein Sohn. Ach, hier im Garten stehen so viele Olivenbäume, nicht wahr? Mhm. Ich danke dir, mein Gott. Elisabeth hat recht gehabt. Wir haben deinen Sohn verraten und verlassen. Und was soll ich jetzt machen? Euch ebenso verlassen? Du sollst uns vergeben, uns allen. Wenn Jesus euch nicht vergeben hätte, dann wäre er niemals zurückgekehrt. Darum fürchtet euch nicht. Er ist eben der Sohn Gottes. Aber er ist auch der Menschensohn. Er kennt eure Schwächen und Ängste so, wie er sich kennt. Fürchtet euch nicht. Er wird euch niemals verlassen, denn er hat euch vergeben. Wie geht es ihr? Es scheint, dass sie kaum noch atmet. Elisabeth! Warum lässt du mich nicht in Frieden sterben? Eben weil du keinen Frieden in dir trägst. Und wer sollte mir Frieden geben können? Etwa dein Sohn? Wo ist er denn? Er ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Er hat dich eben allein gelassen. Nein, er lebt doch bei mir. Und bei dir. Du bist also glücklich, Maria. Du bist noch immer wie ein Kind. Du machst dir etwas vor, um nicht zu leiden. Doch ich habe Johannes nicht mehr gesehen. Du siehst ihn noch, Elisabeth. Wenn du einmal in Gottes Reich eintrittst, wird dir mein Sohn begegnen. Und dein Sohn ist dann bestimmt bei ihm. Ach, lass mich in Ruhe, Maria. Nein. Ich kann dich in dieser Verzweiflung nicht sterben lassen. Was machst du da nur? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich reinige dich mit Wasser. Dem Wasser, das unsere beiden Söhne vereint hat. Ich sehe etwas. Dann sag mir, was du siehst. Ein Lächeln. Das Lächeln Gottes. Fangen! Gut, dann stellt euch mal im Kreis auf und ich werfe zu. Und fangen! Hopp! Hast du was? Was ist? Ach, nichts. Warum hörst du denn so plötzlich auf? Weil ihr viel stärker seid als ich. Ihr könnt weiterspielen. Spielt jetzt nur schön weiter. Ich will jetzt auch mal hinein. Gib mir jetzt auch mal hinein.
ist für dich. Oh, danke. Ach, ist der wunderbar. Wo ist der Zweig her? Den hat mir ein Mann gegeben, dort hinten. Oh, mein Sohn und mein Herr. Verlasse mich in dieser Stunde bitte nicht. Da senkte sich plötzlich nicht der Nebel herab. Wir konnten überhaupt nichts mehr sehen. Und als sich der Nebel lichtete, waren wir plötzlich hier. Es gab da ein Gewitter und ich konnte nichts mehr sehen. Ich wurde von einem Blitz geblendet. Dann befand ich mich vor einer Tür und es war diese hier. Christa Maria? Ja. Welche Freude. Thomas. Wir sind alle da, Brüder. Eine Freude. Und sie plötzlich. Jakob. Sagt, meine Brüder, ist euch inzwischen auch so Geheimnisvolles widerfahren? Es ist dir ein Wunder. Nein, Maria, ich freue mich so sehr, dich wiederzusehen. Und ich danke dem Herrn, dass er mir diese große Freude bereitet. Alle meine lieben Kinder hier bei mir zu sehen. Kommt, gehen wir hinaus. Mutter. Du bist gekommen. Mein Liebstes, mein Kind, mein Sohn und mein Schöpfer. Wie hätte ich dich verlassen können? Die ohne zu verstehen Gott weiterhin geliebt hat. Heute werden deine Augen das Paradies schauen. Dessen bin ich nicht würdig. Denn ich habe diesen Sohn mehr als Gott geliebt.
Das ist ein und dasselbe. Das ist ein und dasselbe. Und wem wollen wir ihn hinterlassen? Er gehört dir. Du bist die Mutter von 12 Zweigen. Die Mutter meiner Kirche. Wer dich anblickt, wird zu mir kommen.